Sepp, diese kleine Nase hat Angst. Seht ihr, wie sie zittert? Hey, 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 alles gut, mein Kleiner. Denn heute werden wir was ganz Besonderes gucken. Holt eure Nasen her und wir schauen uns gemeinsam Siren Head in der Minecraft Monster School an. Meine werten Damen und Herren, das wird eine ganz Was? Du willst lieber hinten zugucken? Okay, Professor Nase schaut hinten zu. Hui! Okay, da hinten hat er jetzt einen Platz gefunden und wir werden heute gucken. Monster School, Doppelpunkt. Siren Head Rip River Giant Apocalypse Attack Escape minus Minecraft Animation. Das, meine werten Damen und Herren, ist eine Animation, die in den letzten paar Tagen super erfolgreich war. Und zwar hat nämlich dieser Typ hier namens Red Kids eine super coole Animation veröffentlicht. Und zwar von dem wunderbaren Siren Head. Und das ist super durch die Decke gegangen. Und deswegen schauen wir da einfach mal gemeinsam rein, was die da gemacht haben und was das hier für ein kleiner Minecraft-Film ist. Let's go! Red Kids. Okay. Wir schauen mal rein. Es ist mal... Oh mein Gott, da hinten steht sogar schon Siren Head. Ich habe ihn schon gesehen. Was machen die denn da? Ah, die sind gemeinsam am Laptop so. Einfach alle gemeinsam ein bisschen... Oh mein Gott, die zocken einfach Siren Head. Okay, alles klar. Easy Geschichte. Einfach in so einem Wald. So ein bisschen wie Slenderman spielen die da was. Pine Ridge Hiking Trail, no vehicles allowed. Da sind keine Autos erlaubt und das ist wie so ein Wanderpfad, auf dem die sich gerade befinden, ne? Aber da steht trotzdem ein Auto, obwohl dort eigentlich keine Autos erlaubt sind. Aber da sitzt jemand drin in dem Auto. Wer sitzt denn da drin? Oh mein Gott, der Grusel fängt schon an. Okay. Was haben wir da? Die Tür geht auf. Das ist doch, warte mal, das ist, ja, das ist die Granny. Oh mein Gott, der hat sich übererschrocken. Oh mein Gott, das ist die Granny, die hatten ja auch schon mal ein paar Videos mit drin. Oh, 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 jetzt geht's schon langsam los, okay. Okay, da kommt der. Niemals. Junge, Siren Head in dem Spiel einfach. Oh, er macht sogar schon die Geräusche. Niemals. Was macht der? Der hat irgendwie wie so eine Art Mund in der Mitte, ne? Aber hat der nicht immer zwei Lautsch... Oh mein Gott! Ha! Der hat sich so erschrocken, dass er einfach vom Stuhl gefallen ist. Oh mein Gott. Hat er jetzt verloren? Ja, er hat verloren. Oh mein Gott. Einfach null Punkte hat er gehabt, gell? Oh. Jetzt ist der Lehrer gekommen. Haha, die zocken einfach und der Lehrer ist einfach da. Oh! Oh, Klassiker. Oh nein, oh nein. Ich glaube, Laptops sind bestimmt verboten. Oh. Yo, natürlich. Jetzt macht er bestimmt noch einen Tisch weg. Ja, genau. Oh Gott. Mathe-Test. Oh nein. Was für ein schlechter Zeitpunkt. Gerade noch Siren Head gespielt und jetzt den Mathe-Test machen. Und der hat einfach keinen Tisch. Okay. Jetzt geht's los. Was schreiben die denn da? Monster School. Oh mein Gott. Oh, wenn ich das nur sehe. Und er auch. Okay. Nee, man, Mathe war nie mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, aber der geht überall in den Mathe-Modus. Was geht denn jetzt ab? Junge, der Stift. Haha, guck dir das mal an. Der Slime. Wie kann dieser Slime überhaupt diesen Stift halten? Und der, Alter, einfach mit Telekinese, gell? Einfach so. Yo, was? Niemals. Der ist jetzt schon fertig, oder wie? Der kontrolliert da währenddessen was? Niemals. Der hat sogar so eine Sonnenbrille an. Yo, was? Niemals. Alter. Und der baut einfach inzwischen schon einen Papierflieger da draus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist der in wirklich. Yo, yo, yo. Niemals. Was passiert jetzt? Oh, oh. Steht der jetzt da? Ja, Mann, da steht der. Aber jetzt nicht im Spiel, sondern really.
Niemals. Alter. Der ist einfach ultra riesig, Mann. Alter, der ist dreimal so groß wie die Schule. Alter, dieser Enderman hat den Mund so weit offen. Der kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Niemals. Oh nein, der wird jetzt anfangen, diese Geräusche zu machen. Der wird jetzt, glaube ich, anfangen, gleich diese komischen, ultraschlimmen Geräusche zu machen. Aber er macht noch nichts. Oh mein Gott, doch, jetzt fängt er an. Oh, oh. Oh nein! Das Skelett ist einfach in Ohnmacht gefallen. Er fängt an. Das ist das Geräusch. Das ist das Geräusch, was der immer macht. Das ist dieses übereklige Sirenengeräusch, Mann. Niemals. Oh nein! Die Gläser zerbrechen durch den schrillen Ton. Oh no! Alter, die kriegen sogar alle schon Kopfschmerzen davon. Niemals. Niemals. Oh oh. Dieser Effekt ist so schlimm, das sieht so heftig aus. Was macht der? Ah, er baut die Fenster zu. Mit Holz. Hey, voll die gute Idee. Okay. Jetzt ist das Geräusch zumindest nicht mehr da. Sind die jetzt erstmal sicher? Anscheinend schon. Also, ist doch gar kein Problem! Alter, hat der gerade durch die Decke durchgeschlagen? Niemals. Alter. Alter, sieht der gruselig aus, Mann. Nein. Oh mein Gott, der hat ihn einfach geschnappt. Oh Junge, der frisst den jetzt bestimmt. Hoffentlich nicht, Mann. Digga, hoffentlich frisst er den nicht. Hoffentlich frisst er den nicht. Hey, hey, komm. Nein. Nein. Okay. Okay, jetzt wird's richtig ernst. Digga, der hat ihn einfach gefressen. Was macht er jetzt? Nein! Der reißt die Decke ab, Mann. Der reißt die Decke vom Gebäude ab. Er tut es einfach. Digga, niemals. Okay. Der hält einfach das Gebäude und reißt jetzt einfach die Decke ab. Alter, das sieht so ultra gruselig aus, wie der das macht. Alter, der kann ein ganzes Gebäude einfach hochhalten. Niemals. Alter, die haben jetzt schlechte Karten und müssen unbedingt abhauen. Oh, das war's jetzt erstmal mit der Monsterschule. Alter. Okay, jetzt müssen die aber richtig los. Okay, der Lehrer geht. Wohin geht der? Da hinten steht ein Schulbus. Ja, 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 ja. In den Schulbus. Die müssen alle in den Schulbus. Alter, die haben alle so riesige Augen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Los, haut alle einfach ab. Jo, der teleportiert sich da rein und macht die Tür auf. Okay. Einfach rein. Einfach alle rein. Und wegfahren. Wegfahren. Einfach wegfahren. Stimmt, das Skelett. Die haben das Skelett vergessen. Oh, das ist ja in Ohnmacht gefallen. Oh nein. Jetzt ist der alleine. Oh, bitte. Hoffentlich wird der nicht gefressen, Mann. Alter, der Enderman ist da, um den zu retten. Oder? Oh nein. Das war's, Alter. Und... Oh mein Gott, der hat ihn doch gerettet. Er hat's doch hinbekommen, ihn wegzuteleportieren. Da rennen sie, ey. Oh mein Gott. Okay. Es sieht noch gut aus. Und zack im Bus. Oh, oh. Jetzt kommt er den hinterher.
Jetzt müssen die aber richtig schnell rennen, Mann. Fahr los, fahr los. Drück aufs Gas. Oh mein Gott. Einfach. Yo, was? Der wollte einfach beim Bus einfach das Hinterteil abbeißen. Okay. Jetzt müssen die aber fahren. Jetzt müssen die aber richtig schnell fahren. Irgendwie fährt dieser Bus nicht schnell genug. Okay, fahr, 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 Mann. Oh, oh. Okay, okay, okay. Jetzt ganz relaxed bleiben. Was macht man in so einer Situation? Ja, Mann, einfach den Raketenwerfer rausholen? Niemals. Die haben einen Raketenwerfer in einem Schulbus drin? Woher? Okay. Alter, der knallt ihn jetzt einfach ab, oder was? Niemals. Oh mein Gott, niemals. Da ist es das? Wird er ihn so besiegen, Mann? Wird er ihn so besiegen? Yo, 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 der zieht sogar durch. Und er trifft ihn, er trifft ihn. Oh mein Gott, der hat ihn einfach mit der Hand abgewehrt. Der hat ihn einfach mit der Hand abgewehrt, Mann. Nein. Okay, relax. Der muss relaxen, Mann. Sonst wird es hier eine ganz schäbige Situation. Okay, sie sind, glaube ich, ein bisschen abgehauen. Das hat ihnen so ein bisschen Zeit verschafft. Alter, der läuft am Schulbus vorbei. Der läuft vorbei. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Niemals. Alter, was der für Erschütterungen von sich gibt. Okay. Lagerfeuer. Ah, die haben sich an ein Lagerfeuer gesetzt und essen jetzt Fische. Oh mein Gott. Yo, wie viel Glück die hatten. Der Raketenwerfer hat also doch was gebracht. Yo. Oh, er bietet ihm Fisch an. Ja, stimmt, der Creeper kann ja selber nicht. Der hat ja keine Arme. Zum Glück haben die diese Fische. Und die haben sogar Zelte aufgeschlagen. Oh nein, hoffentlich kommt der jetzt nicht. Was ist mit dem Wither-Skeletten? Alter, der wurde gegessen einfach. Der wurde einfach gegessen. Okay, der Lehrer hält Ausschau nach Siren Head. Aber ich kann ihn nirgendwo erkennen. Kommt der gleich? Was klingelt da? Jo, der hat einfach eine Smartwatch an. 12 Uhr nachts. Also Mitternacht ist jetzt einfach am Freitag. Okay. Alle ins Bettchen. Okay. Jo, Alter. Jetzt gehen die einfach pennen. Aber der kommt doch jetzt bestimmt wieder, oder? Der kommt doch bestimmt jetzt wieder. Macht der das Lagerfeuer aus? Ja, wahrscheinlich schon. Oh nein. Hoffentlich kommt er jetzt nicht. Okay. Das war tatsächlich Part 1. Und es wird wahrscheinlich noch einen zweiten Part geben. Der ist wahrscheinlich schon in der Mache. Und dafür müssen wir ein Like da lassen, ne? Mache ich auf jeden Fall. Damit der gute Red Kids noch eine zweite Folge davon rausbringt. Wahnsinn. Eine richtig coole Animation. Und die ist richtig, richtig gut gemacht. Und ich fand das richtig stark. Deswegen von mir ein Like dafür. Falls ihr den zweiten Part aussehen wollt, mir hat das mega gefallen. Hoffentlich bringt er noch einen zweiten Part raus. Aber fürs Heute reicht's jetzt erstmal. Das war Siren Head Rip Wither Giant Apocalypse Attack Escape. Und davon wird es bestimmt noch einen zweiten Part geben. Falls ihr den sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und tschüss.